Abstellgleis. Das stimmt doch nicht. Ich stamme einer sehr alten Handwerkerfamilie, die reicht bis in die Zeit der Shogune. Versteht ihr mich? Ich bin nicht dicker geworden, ich wurde als einer geboren. Ich bin übrigens irgendwie in derselben Situation. Ich wollte meine Finger in die tropfende Nase des alten Richters stecken. Und ihm direkt ins Ohr schreien, Einspruch. Toll. Ach, wollten Sie das denn als Kind? Wollten Sie denn als Kind Anwalt werden? Genau, darum geht es nicht, Maya. Er ist wohl nur schlecht gelaunt. Mir ist ein ganzer Tsunami an Frust aufgestaut, der nur darauf wartet, auszubrechen. Wenn wir ihn so weiter poltern lassen, hört er wohl nie mehr auf. Was soll ich nur tun? Hinnehmen. Mal sehen, was passiert. Ja, es hinnehmen. Es ist wohl besser, ihn reden zu lassen. Handwerker sind heutzutage also nicht mehr so gefragt. Natürlich nicht, du Trottel. Das Einzige, wozu ich noch tauge, sind Erledigungen. Was denn für Erledigungen? Alle nutzen die älteren Menschen aus. Kauf etwas Brot, Opi. Geh mit dem Hund Gassi, Großvater. Fütter die Tauben, Alter. Was bin ich denn? Ein mieser kleiner Gemeindehandlanger? Nun. Kauf etwas Brot, das verstehe ich ja noch. Aber worin liegt der Sinn, die schäbigen Tauben zu füttern? Warum sagen die Leute nicht einfach, was sie meinen? Verzieht dich, heißt das. Oh ja, ich bin nur eine Last, versteht ihr mich? Zu Hause in diesem Restaurant, ich bin nur im Weg, stimmt doch. Ich bin mir nicht sicher, dass dem nicht so ist. Moment mal, was hat er gerade gesagt? Zu Hause und in diesem Restaurant? Moment mal, mit Restaurant meinen Sie doch das Trebillon, oder? Wurden Sie dort auch gebeten, eine Erledigung zu machen? Ja, das wurde ich. Genau an dem Tag, als dieser junge Schnösel vergiftet wurde. Was? Damit kommt er jetzt erst? Was sollten Sie denn am Tag des Vorfalls erledigen? Ja, das fragst du, Kleiner, denn ich werde dir sagen, was ich erledigen sollte. Plötzlich sagt der junge Kerl auf den Tisch. Die Kellnerin fiel um. Und ich zerbrach die Vase. Das ging alles so schnell, dass ich ganz benommen war. Dann rief mir der Inhaber etwas zu. Excuse me, Duda, ruf la police. Ruf sie doch selbst, hätte ich sagen sollen, aber das fiel mir nicht ein. Haben Sie denn dann die Polizei gerufen? Wie ich schon sagte, ich war etwas benommen. Haben Sie sie von Ihrem Handy aus angerufen? Sehe ich etwa so aus, als hätte ich so ein neumodisches Dingsbums? Ich habe natürlich nach einem öffentlichen Telefon gesucht. Sie haben gesucht? Heutzutage könnte es extrem schwer werden, eine Telefonzelle zu finden. Ja. Ich habe zuerst keins gefunden. Ja, ich bin etwa 5 Minuten umhergewandert. 5 Minuten? Also für 5 Minuten nach dem Vorfall. War der Inhaber an Trevion ganz allein, stimmt genau. Da haben Sie das heute Morgen im Gericht nicht erwähnt? Und das hätte ich wohl, wenn du mir die Gelegenheit dazu gegeben hättest. Ah, du musstest mich aus dem Gerichtssaal ekeln. Vielen Dank, Herr Kodo. Sie haben sich heute wirklich große Ehre gemacht. Also Moment mal. Wenn das so ist, weiß ich noch mehr. Ich weiß mehr. Ja, ich erinnere mich noch an was anderes. Das hat er also gemeint. Gerichtsdiener, begleite die Zeugen aus dem Gerichtssaal. Das ist nicht meine Schuld, du bist schuld. Jetzt hättest du das zumindest sagen können, bevor wir zum Gericht gegangen sind. Ist es wirklich so wichtig, dass Herr Kudo die Polizei gerufen hat? Wichtig ist die nicht berücksichtigte Zeit vor dem Eintreffen der Polizei. Das Opfer war tot und Maggie war bewusstlos. Das heißt, diese Frau, ich meine, dieser Mann war allein im Restaurant. Herr Kudo ist vielleicht absichtlich aus dem Lokal verjagt worden. Das war ich gerade. Achso, ups. Meinst du das? Vielleicht wollte eine gewisse Person ihn nicht im Restaurant haben. Ah! Ja, sicher. Sag ruhig, dass ich wie immer im Weg war. Ich hätte mich wohl besser im Taubendreck verkriechen sollen, hm? Wir müssen mehr darüber erfahren, was genau passiert ist.
von Maggie und von Herrn Armstrong. Ja, von Maggie eher weniger, eher Armstrong, weil Maggie war ja ohnmächtig. Na dann Trevia. Jawohl, ja. Und die Küche. Herr Armstrong ist wohl wieder nicht da. Aber das Restaurant ist geöffnet. Ein geöffnetes Restaurant ohne Koch, das geht nicht. Hey, das ist nicht meine Schuld, Nick. Lass es nicht an mir aus. Also stell dich an den Herd. Was denn? Nur wenige Minuten nach dem Vorfall verließ Herr Kudo den Tatort und ließ Herrn Armstrong allein. Ausgerechnet jetzt ist der Weg, wo wir drin so dringend mit vielleicht ihm reden ist er ja müssen. Backofen. Vielleicht geht er uns absichtlich aus dem Weg. Ja, wäre eine Idee. Ja. Der hat irgendwas zu verbergen. Mhm. Und ist Maggie jetzt endlich mal da? Ja, sieht so aus. Oh, Herr Wright! Hallo Maggie, dein Verhör ist also beendet. Was heute vor Gericht nicht alle unglaublich? Ich werde die ganze Nacht lang aufbleiben und aufschreiben, was alles passiert ist. Hattest du gar keine Angst? Heute stand es wirklich auf Messerschneide. Ja, aber sie haben diesen alten Mann ja vollkommen auseinandergenommen. Naja, sein Aussehen war ja auch vollkommen chaotisch. Da ist er nicht der Einzige. Hä, was soll das heißen? Die Aussagen der anderen passen auch nicht zusammen. Zumindest nicht, wenn ich sie auf mit meiner Erinnerung vergleiche. Könnte es sein, dass sie diejenige ist, die sich falsch erinnert? Obwohl, bevor wir sie verhören... Stimmt. Und ja, ich habe da etwas, das dir gefallen wird. Wo sind die Würstchen hin? Was? ja, was denn? Eine Lunchbox, nur für dich. Bitteschön. Wow, eine Lunchbox. Und die Würstchen. Ich glaub's nicht, danke. Haben sie die extra für mich gemacht, nein. Alright? Nee, Inspektor Gamschubas, wer sollte dir sonst deine schöne Lunchbox machen? Sie verwirrt es jetzt gegen die Wand. Ja. Inspektor Gamschu. Er macht sich wirklich Sorgen um dich. Und er hat sich damit echt eine Menge Mühe gegeben. Das kann ich nicht annehmen. Regel der Strafanstalt, keine Geschenke erlaubt. Wenn ich gesagt hätte, von Boah. Hätte sie es genommen. Hey, nun komm schon, Maggie. Hab dich nicht so. Hey! Regel ist Regel. Wer sie bricht, kommt in der Schloss und Riegel. Du bist schon in der Schloss und Riegel. Von einer Kellnerin, die Polizistin war, klingt das ganz schön furchterregend. Ja. Und außerdem... Ich hasse Würstchen! Das klang vorhin anders. Ja. Oh, wirklich? Sie gehören Ihnen, Maya. Teilen Sie sie mit Herrn Wright. Aber. Sie hat recht. Immer noch besser, als sie wegzuwerfen. Njam, njam, njam. Aber. Stimmt wohl. Aber Gamschu. Ja. Lol. Oh Mann. Lecker. Und? Wie war's? Weltklasse. Ich liebe Würstchen. Weltklasse. Ich auch. Oh, gut. Schön, dass ich Ihnen eine Freude machen konnte. Ach, Mann. Armer Gamschu. Ja. Maggie? Weißt du noch, wie du sagtest, alle anderen hätten Aussagen gemacht, die nicht mit deiner Erinnerung übereinstimmen? Jawohl. Da sind so viele Dinge, die einfach nicht zusammenpassen.
Der größte Widerspruch ist der andere Kerl, den ich am Tisch des Opfers gesehen habe. Das war derjenige, der dem Opfer etwas in den Kaffee getan hat. Ganz sicher. Aber hat Herr Kudo heute nicht ausgesagt, dass die Kellnerin irgendein weißes Pulver in die Tasse gegeben hat? Oder könnte wirklich diese komische Creepy-Tante sein? Yep. Glaubst du wirklich, dass es dieser verschwundene Mann es getan hat? Nun, er ist nicht das Einzige, was verschwunden ist. Die CD zum Beispiel ist auch futsch. Sie wissen schon, die handbeschriftete CD. Oh ja, das MC Screwdriver Album. Es hieß MC Bombermeier. Der gleiche Name war auch auf der Sportzeitung gekritzelt. Die CD wurde nie am Tatort gefunden. Wir haben sie jetzt gefunden. Ja, wir wissen, wo sie ist. Medikamente des Opfers. Die haben sich auch in Luft aufgelöst. Autsch, mein Kopf. Das wird gerade alles irgendwie kompliziert. Manu. So, du bist in Ohnmacht gefallen, dass das Opfer Glenn Elk zusammengebrochen ist. Ja, das ist so peinlich. Ich meine, schließlich war ich mal Polizistin. Und als ich wieder zu mir kam, war das ganze Restaurant voller Polizei. Und bevor ich noch was wusste, was los war, haben sie mich verhaftet. Was zwischen dem Zusammenbruch des Opfers und dem Eintreffen der Polizei in Trebiang passierte, weißt du also nicht? Nein, nicht das leiseste Idee. Warum? Ist das wichtig, Wright? Der andere Zeuge, der alte Mann aus dem Park, wurde ja vom Geschehen ferngehalten. Vom Geschehen ferngehalten? So, was soll das heißen? Er ferngehalten wurde. Der alte Kearney befand sich nicht im Restaurant, weil er die Polizei rufen sollte. Genau, und du, Maggie, warst bewusstlos. Das heißt, Herr Armstrong war für kurze Zeit allein im Restaurant. Nein! Sie denken, Herr Armstrong hat mir diese Sache untergeschoben, ja? Wenn man die Tatsachen betrachtet, kann man sich nur schwer vorstellen, dass Herr Armstrong nichts damit zu tun hat. Das wäre ja, als würde der Herr dem Hund, den er füttert, in die Pfote beißen. Sind Sie sich ja auch ganz sicher, Herr Wright? Naja, der alte Mann hat das zumindest vorhin behauptet. Ich weiß nicht, was dieser Mann erzählt. Passt irgendwie nicht so recht zusammen. Maggie sieht aus, als würde sie über etwas nachdenken. Wir finden besser heraus, was genau an jedem Tag mit dem alten Mann passiert ist. Ich hab da noch eine Idee. Gucken. Grundgütiger, das ist er. Das ist Ihr Doppelgänger, Herr Wright. Sehen Sie sich diesen Sonnenbrand an. Nur fürs Protokoll. Ich sehe nicht aus wie eine vertrocknete Tomate, also. Er hat mir erzählt, er ging mit einer Geschäftsreise nach Hawaii, daher der Sonnenbrand. Sehe ich aus, als könnte ich mir eine Reise nach Hawaii leisten? Das muss ein Albtraum sein. Komm, kennt sie auch Violetta? Nee. Sieht nicht so aus. Nein, aber ich bin nicht auf dem Kanal. Blablabla. Jetzt kann ich Ihnen etwas über Ex-Knackis oder wie gestern Trivia erzählen. Ach, lass dich bloß nicht unterkriegen, Maggie. MC Bomber. Okay. Die CD erkennt sie nicht wieder? Ich weiß, ich war mal bei der Polizei. Nee, anscheinend nicht. Unter ihrer braunen Haarfarbe ist sie bestimmt blond. Aber ich bin jetzt in Haft. Ich kann hier kaum zu einer Fahrung. Speisekarte, komm, sind ja. Hat sie die Pappmarke? Nein. Hast du dir die schon gezeigt? Mach ich mal.
War schon schäbig. Ja. Ah, ist das Ihre Anwaltsmarke? Wie gesagt, das ist eine Fälschung. Und Gütiger, das ist sie. Hä? Das ist die Marke Ihres Doppelgängers, Herr Wright. Darauf bist du hereingefallen. Die ist aus Pappe, verdammt. Hm. Aber die hat doch eine ganz andere Farbe. Und was ist damit, dass sie aus Pappe ist? Lol. Achso, ja. Ups, dein Ding. Entschuldigung. Er sagte, die Marke hätte sich während seiner Nacharbeit leicht verbrannt. Langsam begreift, wie klar, er es schaffen konnte, ihr Vertrauen zu gewinnen. Leicht verbrannt, ja, nee, ist klar. Okay, hier gibt's scheinbar nichts mehr. Jutti. Ne, hier gibt's auch nichts. Mal schauen, was könnten wir jetzt noch machen? Wir haben einfach zu viele Orte. Ja, aber ich würde sagen, wir müssen abbrechen, weil ich habe um 7 einen Termin und ich muss noch einkaufen. Also, war wieder mal viel Spaß, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss!